Hey, das Thema Trost beschäftigt mich weiter, weil ich auch heute und gestern wieder gespürt habe, wie diese Zeit Menschen teilweise zumindest zermürbt. Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man zu tun hat, wer einem etwas erzählt. Andererseits kann das doch eine sehr, sehr schöne Zeit sein, sich sehr zu konzentrieren, sich selbst auch nochmal zu sortieren, über sein Leben nachzudenken, wenn man das mag. Und ja, sehr meditativ zu leben, aber das ist eben auch nicht jedermanns Art, so zu leben. Wir vermissen ja ganz viel, das ist ja gar nicht von der Hand zu weisen. Es kann deshalb in dieser Zeit auch passieren, dass du das Gefühl hast, ich spüre Gott gar nicht. Mir fehlt so diese erlebende Unterstützung, die ich beispielsweise in der Kirche habe, im Gottesdienst habe, im Bibelgespräch habe. Vielleicht kann diese Andacht und die anderen Andachten und das, was man auf Video so sehen kann, auch dazu beitragen, dass du in deinem Weg mit Gott nicht alleine bist. Wir kennen ja von Jesus, dass er am Kreuz den Psalm 22 gebetet hat. Das war natürlich eine ganz andere Form von Leid und eine sehr brutale und lebensbeendende Form des Leides, die er erfahren hat. Er sagt dort: Ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Ich spüre dich nicht. Theologisch sagen wir, dass er stellvertretend unsere Gottesferne gelebt hat, damit wir immer in der Verbundenheit mit Gott leben können. Natürlich ist Gott immer da, auch wenn wir ihn nicht spüren. Das ist sehr wichtig, das zu wissen, denn sonst hätten wir das den Eindruck, Gott zieht sich zurück. Manchmal tut er das, um uns zu prüfen, heißt es immer. Ich kann mit diesem Gedanken wenig anfangen. Denn wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich ihn nicht prüfen, dann möchte ich auch nicht, dass es ihm schlecht geht, dass er ohne meine Unterstützung auskommen muss. Ich persönlich glaube eher, so ist es auch mein Erfahren, dass ich selber mich oft so zurückwerfe auf mich, statt wieder in die suchende Verbindung mit allem zu gehen und auch mit Gott zu gehen. Die suchende Verbindung, verstehst du, was ich damit meine, dass du dich öffnest und um dich herum wieder intensiv wahrnimmst, dass du siehst, dass du spürst, dass du hörst, dass du Anteil nimmst. Und dass du nicht so in deinem, wie in einem Loch von Gedanken versinkst. In der Offenbarung 22, Vers 13, dem letzten Buch der Bibel, das ja wieder ein prophetisches Buch ist, das zum Teil auch wirklich schwer zu verstehen ist. Die ersten drei Kapitel sind gut, leicht verständlich. Im vierten geht es auch noch. Dann Kapitel 21 und 22. Alles dazwischen ist so ein bisschen speziell. In 22, Vers 13 heißt es: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, sagt Gott von sich. Das heißt, er ist immer da. Und interessanterweise wird das als einer der letzten Verse in der ganzen Bibel für uns präsentiert. Dass Gott ewig ist und immer da ist. Und dass seine Liebe kein Ende hat, aber auch natürlich seine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns. Das ist ein Grundzug des christlichen Glaubens. Hiob wird ja viel genommen. Dort heißt es: Der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. So steht es bei Luther. Ich habe noch die gute Nachricht dazu ausgewählt. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Ich will ihn preisen, was immer er tut. So steht es in der guten Nachricht. Das ist natürlich sehr mutig, dass Hiob das so sagen kann. Aber ich kann nur für mich sagen, mein ganzes Leben ist ein Geschenk Gottes. Und ich habe viel erlebt und auch viel Schönes erlebt. Und ich kann dafür nur von Herzen dankbar sein. Und wenn jetzt noch etwas kommt, ist es immer ein Geschenk, es ist immer Gnade. Wir leben aus der Barmherzigkeit Gottes heraus. Und wir wollen diese Barmherzigkeit mit anderen teilen.
Mich tröstet das. Es lässt mich auch offen bleiben. Und dazu lade ich dich natürlich auch ein. Entschuldigung, wenn ich möchte gar nicht besserwisserisch oder wie soll ich lehrend, belehrend wirken. Ich möchte dich hineinnehmen in dieses mit Gott verbunden sein und bleiben, was immer geschieht. Ich will schließen mit Psalm 22 nochmal. Dort sagt Jesus, ich bin der Überzeugung, dass Jesus, soweit er dazu die Kraft hatte oder die Absicht hatte, den ganzen Psalm gelesen hat, nicht etwa nur den Beginn. Denn im jüdischen Glauben haben die Psalmen keine Nummern wie bei uns, sondern werden zitiert mit dem ersten Vers. In Vers 20, glaube ich, oder 18, da kippt nämlich dieser Psalm 22 ins Positive. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, auch im Gedanken an Jesus und das Kreuz. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen. Und zwei, drei, ich glaube in 23, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern und Schwestern natürlich. Ich will dich rühmen in der Gemeinde. Und Vers 28, es werden gedenken und sich zum Herrn bekennen aller Welt Enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Da ist nochmal eine Prophetie drin, kurz vor dem Moment des Sterbens bei Jesus. Es zeigt sich darin, dass er an die Kontinuität der Liebe und der Gegenwart und des Schutzes Gottes glaubt, dass er ihn allerdings auch einfordert. Und wir glauben ja oft, dass Anbetung ein Gefühl für uns ist. In Wirklichkeit ist es ja etwas, was Gott dient. Und wenn ich von Gott etwas einfordern darf, dann Herr, trage mich, Herr, stärke mich, führe mich auf meinem Weg, sei du bei mir. Und ich will unabhängig davon, ob ich nun gerade ein starkes Gefühl habe für das, wo du mich führst oder nicht, ich will an dir festhalten. Ich glaube an deine bleibende Gegenwart und deinen Schutz.